Herzlich willkommen zu 7 Minuten aus einem typisch burgenland-kroatischen Ort im Bezirk Eisenstadt, Dobrodan, aus Traustorf an der Vulkan. Hier findet man alles, was man zum Leben braucht, von erholsamen Naturräumen bis hin zur optimal ausgebauten Infrastruktur. Und darauf kann besonders einer stolz sein, und das ist der Bürgermeister des Ortes, Viktor Hergovich. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in Traustorf. Wir haben hier ein ganz wunderschönes Platzl gefunden. Wir sitzen hier vor der Vulka. Das ist ein ganz spezielles Ökologieprojekt. Welches denn? Es ist ein Renaturierungsprojekt auf rund 3 Hektar. Wir haben hier verschüttete Altarme der Vulka ausgebaggert. Wir haben abgeschnittene Aubereiche und Meanderarme wieder aktiviert. Und es ist also hier ein einzigartiges Naherholungsgebiet im Herzen der Gemeinde entstanden. Ich bin mir ganz sicher, dass auch die rund 2000 Einwohner dieses Platzl hier nutzen. Die Anzahl der Einwohner, die steigt ja ständig. Das heißt, es ist auch Wohnraumbedarf. Wie wird dieser gedeckt hier? Traustorf ist eine Zuzugsgemeinde. Wir haben jährlich so bis zu 2% steigende einen steigenden Bevölkerungszuwachs. Liegt teilweise daran, dass wir in der Nähe zur Eisenstadt liegen und also hier bei uns doch die Wohnqualität, die Grundstücks- und Bauplatzpreise doch günstiger als in der Landeshauptstadt sind. Und der zweite Grund ist, dass wir unsere jungen Leute durch den Bau von Wohnungen und Reihenhäusern hier im Ort halten können. Das heißt, es gibt bestimmt auch viele kleinere Kinder hier und auch die sind bestens betreut. Wir haben ein sehr gutes Kinderbetreuungsangebot. Wir haben 2011 den Kindergarten ausgebaut. Wir haben also einen dreigruppigen Kindergarten und eine Kinderkrippe. Wir haben heuer die Volksschule ausgebaut. Wir sind eine zweisprachige Gemeinde. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir die kroatische Muttersprache forcieren. Teilweise mit Zusatzunterricht im Kindergarten, aber auch in der Volksschule. Wir haben darüber hinaus auch einen zusätzlichen Bedarf im Hort. Das heißt, wir werden auch rund 50 Jugendliche oder Kinder, Volksschulkinder betreut. Und darüber hinaus haben wir jetzt auch im Juli noch eine Ferienbetreuung anzubieten. Der Zubau der Volksschule, das war sicher ein großes Highlight der letzten Jahre. Aber ein zweites Highlight ist auch heuer fertiggestellt worden. Das ist die neue Arztordination. Wir wollen die Grundversorgung, die medizinische Grundversorgung auch in Hinkunft sicherstellen und haben uns daher entschlossen, im Ortszentrum für alle gut erreichbar eine Arztordination zu installieren. Ich glaube, dass das auch eine Aufwertung unseres Ortskernes ist und man kann also hier wirklich einer Zersiedelung vorbeugen. In Ihre Gemeinde wird sehr viel investiert, unter anderem auch in die Infrastruktur. Wir haben beispielsweise ein größeres Straßenprojekt im Scheunenweg umgesetzt. Es ist der Abschluss eines Aufschließungsgebietes, wo also insgesamt 45 Bauplätze entstanden sind. Und wir werden ab August auch unsere Straßenbeleuchtung erneuern. Heißt konkret, dass wir im gesamten Ortsgebiet die Leuchtmittel austauschen werden. Wir müssen in Verkehrssicherheit darum investieren, weil wir ein relativ hohes Verkehrsaufkommen haben. Die erste Maßnahme, die wir umgesetzt haben, war eine Ampel im Bereich des Ortszentrums, im Bereich der Volksschule und der Kirche, um Kindern und älteren Leuten den Übergang zu erleichtern. Wir haben dann im Vorjahr durch den Kreisverkehr am Ortsbeginn von Eisenstadt kommend eine optimale Tempobremse eingebaut, um also hier das Angebot abzurunden. Wenn Sie gerade sagen, Angebot abrunden, es gibt auch ein breites Angebot für Kulturliebhaber. Ja, wir bemühen uns als Gemeinde Traustorf, viele kulturelle Aktivitäten zu setzen. Wir veranstalten jährlich in Kooperation mit der Intfeld-Stiftung tolle Ausstellungen. Heuer gibt es eine Ausstellung mit Ernst Fuchs und seinem Sohn Michael Fuchs zu bewundern. Wir sind aber auch stolz auf unsere Kunstmeile. Das sind im Wesentlichen Skulpturen, die wir im Rahmen von 3 Bildhauersymposien
die also hier entstanden sind in Trausdorf. Wir haben da junge Studenten eingeladen, die also überwiegend Figuren aus Sandstein gefertigt haben und die also rund entlang der Wulka aufgestellt sind und, glaube ich, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch für die Region ein tolles, nachhaltiges Kulturangebot bieten. Was noch wichtig ist für eine Wohlfühlgemeinde, ist natürlich die Nahversorgung. Wie schaut es mit der aus? Ja, wir waren in der Gemeinde auch damit konfrontiert, dass unsere Kreisler immer weniger werden. Und es hat sich im Zuge des Baus des Kreisverkehrs ergeben, dass also Spahn uns herangetreten ist und Interesse bekundet hat, hier eine Nahversorgung zu installieren. Und wir konnten hier mit Spar, mit Esterhazy gemeinsam eine gute Lösung finden. Es wird derzeit dieser Sparmarkt gebaut und die Fertigstellung ist für Ende September geplant. Und ich denke, dass wir also hier damit mittelfristig wieder die Nahversorgung in unserer Gemeinde sicherstellen können. Herr Bürgermeister, Sie haben eine sehr vielseitige Gemeinde. Wenn man durch diese Hofgassen schlendert, dann sieht man noch diese alten Giebelhäuser, die ja so ein ganz spezielles Flair auch irgendwie vermitteln. Also es ist wirklich eine wunderschöne Gemeinde, wo diese dörfliche Gelassenheit auch irgendwie noch zu spüren ist. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Interview. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann schauen Sie doch einfach in Trausdorf an der Wulka vorbei. Sie werden auch kulinarisch bestens versorgt. Und ich hoffe, Sie sind bei den nächsten 7 Minuten aus einer burgenländischen Gemeinde wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit.